Willkommen zu einem neuen Video. Oh mein Gott, wie lange habe ich das nicht mehr gemacht? Hallo, auch von mir. Ja, nach langer Zeit endlich mal wieder ein neues Video zu einem sehr angefragten Thema. Chrissy ist heute bei mir, da wir eine gemeinsame Leidensgeschichte haben oder eine ähnliche, sage ich mal, zu einem Thema, das viele von euch interessiert. Ich habe auf Instagram das auch schon mal angekündigt und da war die Resonanz sehr groß. Deswegen wird es mal Zeit, dass wir das ansprechen und vorweg, wir sind keine Ärztinnen, wir sind keine Gesundheitsberater, wir teilen unsere eigenen Erfahrungen und auch bestimmte Wege, sich selber zu helfen. Also wir möchten euch dazu anregen, euch selber weiter zu informieren, das sage ich auch immer wieder, auch auf Instagram, wenn ich von meinen Vitamin-D-Tropfen und keine Ahnung was berichte, sage ich, kauft das nicht einfach nur, weil ich das nehme, sondern informiert euch, warum. Und dann entscheidet euch dafür oder dagegen. Und genauso ist das heute. Ich werde dieses ganze Video als Werbung kennzeichnen. Das ist aber keine bezahlte Kooperation. Aber ich werde einige Bücher nennen, einige Firmen. Deswegen Werbung, aber den Daumen runter könnt ihr euch sparen. Dafür gibt es kein Geld hier. Ja, wir haben eben schon auf Chrissys Kanal ein Video gedreht. Den ersten Teil sozusagen, in dem wir ein bisschen was von unserer Geschichte erzählen. Wir haben beide die hormonelle Verhütung abgesetzt vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten. Ich die Pille und du? Ich den Vaginalring. Und wir haben beide bestimmte Symptome gehabt danach, die uns das Leben erschwert haben und haben dann angefangen, selbst zu recherchieren und uns quasi daraus geholfen. Und in diesem Teil, also im ersten Teil, geht es eben darum, warum wir abgesetzt haben, welche Symptome wir hatten, Haarausfall und so weiter, kennt man ja alles. Aber wir hatten auch psychische Symptome. Und hier geht es jetzt darum, euch zu erzählen, was uns geholfen hat. Genau. Ich so an? ja, was hat mir geholfen? Körperlich hat mir auf jeden Fall geholfen, da auf meine Nährstoffe zu gucken. Das heißt, Sachen wie Zink, Nahrungsergänzung, Magnesium, Vitamin B12, Vitamin D. Aber auch da zu gucken, ernährungstechnisch, wie ich diese Nährstoffe durch Lebensmittel zu mir nehmen kann. Habe dann aber auch zurückgegriffen auf vor allen Dingen Magnesiumpräparate. Und da finde ich, ich glaube, Magnesium hat mir am meisten geholfen, weil ich ja so eine krasse Schokosucht hatte in der PMDS-Phase, wo ich im ersten Video mehr zu erzähle. Das ist sowas wie PMS, nur intensiver, langanhaltender und zusammenspielend mit Depressionen. Und da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass Magnesium mir da geholfen hat, in der Phase, wo ich dann auch voll die Schokosucht entwickelt habe. Weil es ja auch so ist, das habe ich im vorigen Video auch schon gesagt, dass man da einen Magnesiummangel hat in so hormonellen Umstellungsphasen und dass man dann aufgrund dessen Lust auf Schokolade hat. Also, ja genau, so eine Heißhungerattacke quasi. Ja. Was mir auch geholfen hat gegen die psychischen Symptome, wo man so nervös ist und Angst hat und Wut angespannt ist und konzentrationslos ist, ist einfach diese geballte Druck, die Energie, die der Körper hat, rauszulassen mit EFT. Hat bei mir sehr gut funktioniert gegen Panikattacken. Das ist generell, wird das eingesetzt bei Angststörungen und Panikattacken und das heißt, EFT bedeutet Emotional Freedom Technique. Das ist so eine Klopftechnik, wo man positive Affirmationen aufsagt und vor allen Dingen ist die dafür da, um negative oder angesammelte Gefühle rauszulassen, erstmal zuzulassen, zu befreien sich davon und dann das System quasi mit positiven Gedanken und Gefühlen wieder aufzufüllen. Das hat mir sehr, sehr geholfen bei Panikattacken. Ich weiß noch einmal, habe ich bei einer Freundin übernachtet. In der Zeit, wo ich diese ganz schlimme PMDS-Phase hatte und habe dann nachts gemerkt, dass ich eine Panikattacke kriege. Und zur Info, falls ihr mich nicht kennt, ich hatte nie Panikattacken. Mhm. Ich habe nicht die Erfahrung. Das hatte ich wirklich erst durch Absetzen des Vaginalrings dann in der Zeit gehabt. Und auf jeden Fall hatte ich dann nachts diese, habe ich gemerkt, oh Gott, es kommt jetzt eine Panikattacke. Und dann wusste ich gar nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich mich erstmal im Bad eingeschlossen, mich da auf den Klo-Deckel gesetzt und dann so eine EFT-Übung gemacht und das hat mich zum Beispiel befreit und danach konnte ich dann auch tatsächlich schlafen. Um euch da abzuholen, also wenn man hormonelle Verhütung zu sich nimmt über einen längeren oder auch über einen kürzeren Zeitraum, dann ist das so, dass man einen Nährstoffmangel hat, also auch Mikronährstoffe. Das ist einfach so, dass die hormonelle Verhütung
die Aufnahme von bestimmten Nährstoffen verhindern. Also ihr könnt euch super gesund ernähren, aber wenn ihr die Pille nehmt, dann kann euer Körper das gar nicht richtig aufnehmen und ihr habt mit Sicherheit irgendeinen Mangel, wenn ihr die Pille absetzt. Vor allem wird das ja verschlimmert, weil das System einfach mal komplett auf den Kopf gestellt wird. Ihr müsst euch überlegen, ihr nehmt das, ihr nehmt die Hormone, der Körper schaltet quasi einen Gang zurück, weil die Pille macht das ja oder der Ring. Und auf einmal ist das nicht mehr und er muss wieder anfangen, sich selber zu starten und wieder selber alles in Gang zu bringen, was dann auch diese ganzen Dinge nochmal verschlimmert. Also jeder hat irgendeinen Mangel und ich möchte euch jetzt nicht dazu aufrufen, einfach querbeet irgendwelche Vitaminpräparate zu nehmen, sondern euch zu informieren. Mhm. Es gibt auch ein Buch, das mein Lebensretter war. Das war wirklich, ich habe mich so an dieses Buch geklammert und das hat mir so viel Sicherheit gegeben und so viel Information, auch wie ich es mit euch gerne handhaben möchte, mich selber weiter zu informieren und einfach selber Spezialist meines eigenen Körpers zu werden. Was auch bei fast allen nach dem Absetzen oder auch schon während der Einnahme eines hormonellen Präparats passiert, ist, dass die Schilddrüse verrückt spielt. Ich habe schon seit ein paar Jahren eine Schilddrüsenunterfunktion, die sich abwechselt mit einer Überfunktion, angeblich kein Hashimoto, aber jetzt im Nachhinein kann ich das auch festmachen, als dass das passiert ist, als ich das erste Mal die Pille abgesetzt habe. Dann ging das Ganze los und da gingen auch meine Panikattacken los, bei denen ich jetzt auch mittlerweile weiß, dass das auch damit zusammenhängt. Also du sagst ja selber, du hast das nicht gekannt und auf einmal waren die da und auch gar nicht vom Kopf, sondern irgendwelche körperlichen Symptome. Denn auch das vegetative Nervensystem, also macht euch gerne Notizen und fangt an, die Dinge selbst zu googeln. Das vegetative Nervensystem, es gibt einmal einen, der uns antreibt. Es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus. Und eins gibt uns richtig Power, gibt uns Kraft, gibt uns Adrenalin beim Sport oder bei der Flucht früher. Und wenn das quasi freigesetzt wurde, bestimmte Hormone nach dem Sport, danach schaltet sich der Gegenspieler ein und dann werden andere Hormone freigesetzt und dann werden wir wieder ruhiger, wir werden entspannter, wir kriegen wieder Hunger. Und bei mir war dieses Ding komplett zerfetzt. Also ich war die ganze Zeit nur in Power, deswegen habe ich auch super schnell viel abgenommen, weil ich einfach nur die ganze Zeit verbrannt habe, weil ich so viel Adrenalin im Körper hatte und du übrigens auch, weil du gesagt hast, du warst immer so schreckhaft. Das ist, weil dieses eine System total spinnt und sich der Gegenspieler gerade nicht einstellt oder nicht anspringt. Das so viel dazu. Also googelt das gerne. Und auch das kann man unterstützen, eben mit bestimmten Nährstoffen oder Techniken, wie du eben auch schon gesagt hast, mit EFT oder in meinem Fall Sport. Sport ist auch super gut, egal bei welchen psychischen Symptomen. Es hilft einfach dem Körper, sich selber wieder besser zu regulieren, weil auch da wird quasi der eine, also Sympathikus, Parasympathikus angeregt und die Hormone werden angeregt. Auch die Sexualhormone, die komplett durcheinander sind nach dem Absetzen, die werden wieder ein bisschen unterstützt, damit der Körper das wieder selber produziert. Und ja, also ich schreibe euch gerne mal alles auch in die Infobox, welche Vitamine da wichtig sind und welche man auch überprüfen lassen könnte beim Hausarzt oder ich finde sogar einen Heilpraktiker besser, der einen auf diesem Weg unterstützt. Beim Hausarzt kriegt man aber ein paar Sachen mehr bezahlt, also bei der Blutentnahme. Und was ihr euch auch aufschreiben könnt, das wissen nämlich auch viele nicht, wer ist denn der Ansprechpartner bei solchen Dingen? Der Gynäkologe, die Gynäkologin, die sind aber meiner Meinung nach oft darauf aus, gleich wieder hormonelle Präparate zu verschreiben. Hm. Weil als ich zum Beispiel, nachdem ich abgesetzt hatte, das haben wir auch mal in deiner Story erzählt, meine Tage waren super regelmäßig, aber mir ist aufgefallen, im dritten Zyklus nach dem Absetzen, dass ich immer so ein paar Tage vor meiner Regel Panikattacken bekommen habe und super nervös war und das irgendwie schlimmer war. Und das habe ich meiner Frauenärztin gesagt und hat sie gesagt, oh ja, da haben sie PMDS, das haben halt manche Leute, ich verschreibe ihnen da was. Und sie wollte mich sofort zurück zur Pille schicken und noch der Knaller, sie wollte mir Antidepressiva verschreiben, dass ich, jetzt Achtung, ab der Mitte meines Zyklus nehme, also ab dem Eisprung, bis meine Tage da sind, weil in dieser Zeit war das vermehrt, um dann wieder abzusetzen und dann 15 Tage später wieder zu starten. Voll und jeder, also das hat eine Ärztin gesagt und das ist so krass, wenn man sich schon mal mit dem Thema Antidepressiva beschäftigt hat, weiß man, dass man das einschleichen und ausschleichen muss und dass das meistens auch die Symptome erstmal verschlimmert. Und überleg mal, ich hätte da, also
da hätte ich ja im Körper noch viel mehr durcheinander gebracht und mir so geschadet. Also hört auch, also weder hört auf uns, was wir alles sagen, aber hört auch nicht auf jeden Arzt, sondern holt euch mehrere Meinungen ein und vor allem macht euch selber schlau, fangt an zu recherchieren bei mehreren Quellen. Genau, und deswegen ist auch, also Gynäkologin, ja, wäre so der erste Ansprechpartner, der auch einen Hormontest machen könnte. Die weigern sich aber auch oft. Dann ganz wichtig, wenn ihr Symptome habt, die auch von der Schilddrüse her kommen können, also macht euch gerne da auch mal schlau. Es gibt einen Facharzt, der sich mit dem gesamten Hormonbild beschäftigt und das ist der Endokrinologe. Bei denen kriegt man super schwer einen Termin, aber es ist machbar. Da kann auch geschaut werden, welche Hormone sind gerade zu viel, welche zu wenig, was stimmt da nicht, ist die Schilddrüse betroffen. Und dann aber auch der Heilpraktiker, weil der eben sich gut auskennt und weiß, wie man den Körper auf natürliche Weise unterstützt. Das finde ich eben super wichtig. Und das bringt auch nichts, wenn man die Pille abgesetzt hat oder den Ring, sofort einen Monat später zum Arzt zu rennen und zu sagen, es ist alles durcheinander, der würde euch, wie gesagt, einmal das bestätigen, aber euch dann auch wieder Medikamente geben. Braucht einfach ein bisschen Zeit. Wie lange hat es bei dir gedauert? Bei mir hat es, das zu überbrücken und dann wieder mich normal zu fühlen quasi, hat es 4 Monate gedauert. Und bin auch jetzt voll beeindruckt und geflasht. Ich weiß ja, dass Patty sich sehr gut auskennt, aber hier hat man es nochmal gesehen. Und ich muss dazu ganz ehrlich sagen, ich kenne mich da mit diesen ganzen gesundheitsmedizinischen Fakten und Sachen gar nicht so aus. Und deswegen, was mir sehr geholfen hat, ist zum einen eine Freundin, die sich sehr gut damit auskennt, wie man gemerkt hat. Aber auch, wer mir sehr geholfen hat mit diesen ganzen hormonellen Daten und medizinischen Fakten und so weiter, war Femna Health, unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Das ist eine Frauengesundheitsberatung, ein ganz, ganz liebes Team. Liebe Grüße an euch an dieser Stelle. Und da kann man nämlich einen Hormonspeicheltest machen. Die schicken dem einen zu, den haben wir beide gemacht. Und das schickt man dann ins Labor. Und dann wird das alles getestet auf die verschiedenen Sexualhormone, genau. Und dann kriegt man eine Beratung. Ich hatte jetzt eine telefonische Beratung, du ja auch, ja, ne? Und dann, genau, sagt sie dir die Ergebnisse und dann sagt sie vor allen Dingen, was man dann machen kann und wo man das alles nochmal, genau, ins Gleichgewicht bringen kann. Und das kriege ich jetzt zugeschickt. Du hast schon was zugeschickt gekriegt? Genau. Bei mir, ich habe ja ein paar Monate vor ihr abgesetzt und habe mich dann eben selber informiert, schlau gemacht und bin auf die gestoßen. Also wie gesagt, ist auch keine bezahlte Produktplatzierung. Und ich habe das gemacht, war total begeistert und habe es dann eben Chrissy empfohlen. Genau. Und das war bei mir so, also das klingt jetzt so, die empfehlen auch Tees, aber das ist auch das, womit Heilpraktiker teilweise unterstützen. Und ein Tee kann so viel machen, weil da bestimmte Heilkräuter drin sind, die den Körper unterstützen. Also vielleicht habt ihr schon mal auch von Mönchspfeffer gehört oder Schafgarbe oder Frauenkrautmantel, habt sogar ich was von gehört. Frauenmantel, genau. Also es gibt bestimmte Dinge, die einem im Zyklus helfen können und darauf sind die auch spezialisiert. Und das hat sich auch alles gedeckt mit dem, was ich über meine Heilpraktikerin erfahren habe, was ich mir selber angelesen habe. Und deswegen war das eine super Unterstützung, weil die einfach gucken, was ist gerade der Status. Und bei mir war es so zum Beispiel, ich habe zu viele männliche Hormone. Und dann wurde mir eben gesagt, wie ich oder was ich tun kann, um meinen Körper zu unterstützen und nicht nur mit Tees oder mit, die haben jetzt auch Nahrungsergänzungsmittel ganz neu, das gab es, als ich mit denen gesprochen habe, gab es das noch gar nicht, sondern die sagen auch, schau mal bei deiner Ernährung auf das und das oder wie wäre es mal beim Sport mit dem und dem oder in der ersten Zyklusphase wäre es besser, wenn du vielleicht so einen Sport machst und in der zweiten ein bisschen ruhiger und dass man einfach sich selber und den Zyklus kennenlernt und seinen Körper. Und das finde ich so toll und deswegen finde ich es auch so schön, dass ich dir so ein bisschen damit helfen konnte, weil man merkt, also man beschäftigt sich ja meistens mit den Dingen oder bei mir war es so, ich hatte echt einen Leidensweg und wusste mir nicht zu helfen und Ärzte konnten mir nicht helfen und deswegen habe ich angefangen, mich selber da zu informieren und habe mir dann so meine kleinen Helferchen zusammengestellt. Mhm. Und ich darf sogar einen Hormontest an euch verlosen, weil ich hatte mir den falschen bestellt. Es gibt einmal einen kleinen und einmal einen großen und deswegen darf ich den kleinen an euch verlosen. Schaut mal auf meinem Instagram vorbei. Ach so, weiß ich gar nicht, cool. Und es kann sogar sein, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch noch einen Rabattcode. Muss ich nochmal nachfragen. Also wenn es einen gibt, schaut in die Infobox, dann könnt ihr das auch machen. Und das wäre vielleicht auch was für euch, wenn ihr zum Beispiel schwanger werden wollt und es klappt nicht oder
wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas stimmt mit euren Hormonen nicht. Also es gibt verschiedene Themengebiete, auf die man sich quasi, ja, fokussieren kann und da eben schauen kann, was da los ist und wie man das unterstützen kann. Also wenn jetzt eine Frau einen Kinderwunsch hat, dann gibt es bestimmte Nährstoffe, auf die man achten könnte. Und das ist ja bei uns jetzt gerade nicht der Fall. Aber so ein hormonelles Gleichgewicht ist schon ganz nett. Das hätten alle ganz gerne. Ja. Und vor allen Dingen kann man da auch ganz viele Fragen stellen, weil ich hatte sehr viele Fragen und sehr viel Wissen nachzuholen. Und jetzt konkret, um das hormonelle Gleichgewicht wiederherzustellen, kann man im ersten Schritt erstmal eine Basisentgiftung machen. Bitterstoffe sind zum Beispiel super zum Entgiften. Alles, was bitter ist, unterstützt die Leber und entgiftet sie, weil der ganze Rotz muss ja raus. Und ich kann hier nochmal ein Foto von meinem Rücken einblenden. Weil bei mir ging es richtig los mit Akne auf dem Rücken. Also es war richtig heftig. Und das war auch eine schwere Zeit. Es hat auch ultra weh. Und ich habe mir immer gesagt, das ist jetzt der ganze Rotz, der raus muss. Weil der Körper muss ja irgendwo mit dem Zeug hin. Und man entgiftet fast überwiegend über die Haut. Und der ganze Scheiß kam halt dann da raus. Und auch Pickel hatte ich mehr oder fettige Haare und so. Haltet durch. Also mir hat es geholfen zu wissen, das ist jetzt so, das ist eine Phase und das geht weg und mein Rücken ist jetzt wieder wunderschön. Ich habe auch keine großen Narben, aber es hat halt einfach ein bisschen gedauert. Durch diese Entgiftung, dann können erst im zweiten Schritt die Mikronährstoffe, von denen wir geredet haben, richtig vom Körper aufgenommen werden. Und im dritten Schritt kann man dann seine Hormondrüsen anregen. Das kann man dann auch in dem Falle jetzt mit einem Tee machen. Und was mir auch noch geholfen hat, ist einfach zum einen, weil ich ja auch auf einmal so krasse Wut Anfälle hatte, was ich vorher nie hatte. Was ich dir auch als Tipp geben kann, ist Sachen wie Selbstverteidigung, Kampfsporttraining. Du hast ja Sport schon gesagt. Was mir auch noch geholfen hat, ist vor allen Dingen, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich ganz, ganz schlimm ungeduldig in dieser Phase war, weil ich dann natürlich von 0 auf 100 auch mit ihrer Hilfe angefangen habe, dann alles Mögliche dafür zu tun, dass ich wieder in ein hormonelles Gleichgewicht komme, dass ich mich wieder konzentrieren kann und richtig arbeiten kann. Ich war so ungeduldig und ich habe ihr ständig geschrieben, ich halte es nicht mehr aus. Das hat mich so krass überfordert, dass ich echt die Geduld verloren habe. Und das Wichtigste ist aber, dass man seinem Körper Zeit gibt zu heilen, egal was man hat. Dass man sich erlaubt und auch dankbar dafür ist, dass man sich die Zeit gibt. Weil mit diesem Zeitdruck und mit dieser Ungeduld macht man es noch schlimmer und verlängert den Prozess der Heilung dann noch mehr. Auch Stress wirkt sich auf das Hormonsystem aus. Stress ist Krankheitsauslöser Nummer 1. Genau. Und das fördert das auch noch alles. Deswegen, was euch da helfen kann, was ich gemacht habe, ich habe mir dann gegen meine Ungeduld eine Affirmation, also so einen positiven Satz aufgeschrieben, den ich immer morgens sage und abends sage, um das so zu verinnerlichen, diese Einstellung, dass ich es mir erlaube, mir Zeit zu nehmen und den Körper erlaube, sich selber zu regulieren und weniger Druck zu machen. Und da könnt ihr mal gucken, was für ein Satz für euch stimmig ist. Bei mir war es dann der Satz, ich bin dankbar, dass ich mir Zeit nehme zu heilen. Ihr könnt euch auch sagen, das hast du mir auch mal gesagt, bedanke dich bei deinem Körper, dass er sich gerade selber wiederfindet oder reguliert. Und guckt da, was für euch stimmig ist und sagt es euch dann morgens bewusst innerlich und abends bewusst. Wenn ihr das macht, dann wird es auf euch auf jeden Fall gut tun und Seele und Körper, das spielt ja zusammen und dass man dann ja nicht noch zusätzlich in dieser Zeit mit diesem Druck gegen sich selber kämpft, ist auch ganz, ganz, ganz wichtig für die Heilung. Und genau, und wir beide sind der lebende Beweis dafür, dass es vorbeigeht. Ja. Und ich weiß, dass es schwer ist, da durchzuhalten, aber ich hoffe, wir können euch hier mit Mut machen. Und wenn ihr so eine akute Situation habt, zum Beispiel, wenn ihr so einen Anflug von Panik oder richtig krasser Nervosität habt, was ich hatte, was mir geholfen hat, war so eine 4 Sekunden Atemtechnik, sich da wieder zurückzuholen. Dass ihr, wenn ihr merkt, ihr werdet nervös oder ihr kriegt gerade Angst oder, keine Ahnung, so einen nervösen Schub ohne Grund, dass ihr dann 4 Sekunden lang durch die Nase einatmet, also bis 4 zählt, 1, 2, 3, 4, dann 4 Sekunden die Luft anhalten, 1, 2, 3, 4 und dann langsam 4 Sekunden ausatmen, 1, 2, 3 und 4. Und das 3-mal hintereinander und das hat mich so ein bisschen runtergefahren in solchen Situationen, wo ich dann voll auf einmal total aufgedreht war oder innerlich drohte zu platzen. Ja, weil das eben wieder das vegetative Nervensystem ist, das gerade spinnt. Und mit bestimmten Atemtechniken könnt ihr quasi diesen Gegenspieler, also der euch mehr Ruhe bringt und euch wieder ein bisschen runterholt, könnt ihr aktivieren. Und da geht super viel über die Atmung. Also seitdem ich das auch hatte, nach dem Absetzen,
Und auch Schlafprobleme, das haben wir gar nicht erwähnt. Also ich hatte richtig krasse Schlafprobleme. Ich war dann mitten in der Nacht wach und weiß ich nicht. Also ohne Grund, war aber hellwach. Und das hatte ich auch sehr extrem nach dem Absetzen. Das hat bei mir so 1,5 Monate gedauert. Und auch da habe ich mich wieder informiert, Magnesium ist da super. Also es gibt so für alles, was unterstützend ist. Und es geht, wie gesagt, nicht darum, dass ihr jetzt einfach ganz viel Nahrungsergänzungsmittel nehmt, sondern guckt, was ist für was, welche Symptome habt ihr, was kann euch da unterstützen. Und ich möchte euch auch davon abraten, irgendwelche Supplemente aus der Drogerie zu nehmen. Achte darauf, dass es sehr reine Sachen sind, dass es natürliche Produkte sind. Ich habe auch einen Code von InnoNature, mit denen habe ich jetzt schon seit über einem Jahr Erfahrung, bin da sehr begeistert, habe auch Chrissy immer versorgt damit, nachdem sie mir von irgendwelchen Symptomen berichtet hat, habe ich ihr was zusammengestellt. Also achte darauf, dass es rein ist, dass es natürlich ist, dass es ohne Zusatzstoffe ist, am besten im Fall noch vegan. Da habe ich zum Beispiel mein Vitamin D her, mein B12, mein K2, Magnesium, Kurkuma, also fangt an, euch selber mit euch zu beschäftigen, mit eurem Körper. Lernt euren Zyklus kennen. Wie viele Frauen wissen gar nicht, was in einem Zyklus passiert? Wann haben wir den Eisprung? Wie funktioniert das Ganze? Und was ist eigentlich normal? Mich würde auch total interessieren, was eure Erfahrung zur Pille ist. Ich möchte auch nicht, dass ihr euch jetzt untereinander in den Kommentaren attackiert. Wenn sich jemand für die Pille entschieden hat und damit wirklich gut leben kann, dann ist das so. Eben. Für mich funktioniert das nicht. Es hat bei mir auch, ich weiß gar nicht, habe ich das gesagt, also bei mir kamen auch meine Panikattacken und depressive Schübe durch die Pille wieder. Und das ist jetzt auch seit einigen Monaten, muss das auf jeder Pillenpackung draufstehen, dass die Pille Depressionen verursachen kann. Man hat ja manchmal genetische Komponenten, die das vielleicht auch schon fördern, aber die Pille kann da halt nochmal einen oben draufsetzen oder aber einfach das auslösen, wenn sonst nichts gegeben ist. Es ist ein bisschen wirr. Ich hoffe, wir konnten euch trotzdem ein bisschen abholen und ein bisschen motivieren, euch selber schlau zu machen. Tipps, die man auch noch geben kann, die einen unterstützen, ist, dass man auf die Ernährung achtet und bestimmte Sachen bedingen nochmal diese PMS-Symptome. Zum Beispiel Kuhmilch, habe ich gelernt. Was ist schon wichtig, dem Körper zu geben, also das, was er braucht. Gib ihm. Genau, also nicht nur jetzt Nährstoffe, Nahrungsergänzungsmittel bestellen, sondern auch gucken, was führt ihr eurem Körper zu und was dient ihm und was nicht. Deswegen ist die Ernährung auch wichtig, zum Beispiel auch mit Zucker. Ne? Also wir schweifen jetzt auch gerade ein bisschen ab. Fangt einfach an, euch selber zu informieren. Ich verlinke euch auch gerne mal alle Bücher, die mir geholfen haben. Das ist Generation Pille, absolut super. Ist alles erklärt, wie was funktioniert, welches Hormon was macht, welche Symptome ihr haben könnt, wie ihr denen entgegenwirken könnt. Hilfe zur Selbsthilfe, auch da ganz groß geschrieben. Es gibt noch ein Buch, das heißt Die Hormonfalle, auch sehr gut. Ernährungskompass, wenn wir schon bei diesem Thema sind. Also es gibt super viel. Fangt an, euch selbst zu informieren und ihr werdet sehen, das macht total Spaß und gibt einem ein richtig gutes Gefühl. Ja, wenn man auch anderen also Sicherheit kann. Oder Sicherheit jetzt, ne? Vor allen Dingen. Also ich kann bei mir nicht sagen, dass ich Spaß hatte in der Phase, aber es gibt einem auf jeden Fall ein gutes Gefühl und auch so Selbstvertrauen, dass man wieder so sein Leben in die Hand nimmt und sich weniger verloren fühlt und hoffentlich auch durch dieses Video auch ein bisschen verstanden und dafür ist es da und es hat mir voll geholfen, diesen einen Blogbeitrag zu lesen. Ich kann dir den Link schicken, setzt euch die Patty in die Infobox, Entschuldigung. Und da könnt ihr nochmal ihre Erfahrung davon lesen. Es hat mir geholfen und deswegen dachte ich, das wäre auch eine gute Idee mit Patty zusammen, da unsere Erfahrung euch weiterzugeben und wir hoffen, das hilft euch auch weiter. Ja, war jetzt alles größtenteils nur angerissen, aber wie gesagt, fangt an, euch selber zu informieren. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, schaut auf Instagram vorbei. Wie gesagt, da gibt es einen Hormontest zu verlosen und den Rabattcode mache ich nochmal klar. Und ja. Hier ist noch der erste Teil, wo wir über unsere persönlichen Erfahrungen reden und unsere persönliche Geschichte dazu erzählen und den Hustle mit den Symptomen und welche Symptome wir hatten. Das könnt ihr euch da nochmal angucken. Genau. Dann sagen wir danke fürs Zuschauen. Danke. Bei weiteren Videowünschen auch gerne das in die Kommentare und bis dann. Ciao.